Ja, hast du Hände gewaschen? Trinken brauchst du. Na, kann man Hände waschen. Danke. Hallo, Herr Rüssler. Kannst du auch gleichzeitig dann trinken danach. Und wir machen hier ein bisschen Platz. Ich hab gerade meine Hände drin gewaschen. Ach, Hygiene, das Erfindung von Staat. Das macht krank, Hygiene. Hygiene macht krank, verstehe. Oh, da sind ja mehrere Rebellen auf Start. Guten Tag, Herr Puppenmann. So, Olaf. Du gehst wieder. Hallo, Ferro. Schönen guten Tag, Herr Ferro. Schön, Sie wiederzusehen. Guten Tag. Ich wollte eure Kollegen nicht abschießen. Nicht ergeben. Schneller hinten an die Wand, die ja rückwärts zu laufen. Rückwärts kann ich auch laufen. Schon da. Siehst du, Hygiene dich krank gemacht hat. Du kannst rückwärts laufen, so schnell wie vorwärts. Setz dich mal hin. Oh Jungs, was sind denn alle auf uns so? Machst du schon Angst? Nur bereit sein, falls du ziehen Al-Qaida-Weste aus Unterhose. Verstanden. Oh Jungs, merkt euch das. Gut, was geht mit dir? Mikrofon ausgeschaltet. Ich hab Angst, Schiss. Wahnsinn. Sie nicht einsauen, unser Hangar. Können Sie nicht tun. Was ist da los? Du schlecht gegessen, du musst besser essen. Ja, in unserer Kantine, da kochen wir mal nur so. Komische. Haben wir irgendwelche Zivilklamotten? Soll sich ausziehen, ja. Die vollgeschissenen Hosen? Soll die Zivilklamotten anziehen? Ja. Das war mal... Kollege Türn, ich hab was für unsere Nerven. Ich hab noch zwei Retrulls. Ich schau mal, ob wir noch welche da haben. Sonst gebe ich ihm meine Klamotten. Ich guck im Auto mal nach. Oder irgendwo am Boden da. Ja, sonst gebe ich ihm. Nein. Gib mir jetzt keine Repellenklamotten, Mann. Hey, Jurek, amerikanischer Retrull. Wollen Sie trinken? Ich habe selber gekauft. Wir haben Spätverkauf bei uns. Kein Zivilklamotten da, was ich brauche. Das gibt's nur bei uns. Der verkauft 24 Stunden. Ja. Super. Das ist ja richtig geil. 24 Stunden offen. Das haben wir leider nicht bei uns. Bei uns sperren alle Supermärkte. Darf ich mir die Klamotten klauen? Und ich wette, unserer Verkäufer billiger als eurer. Unser Import aus Russland. Er machen 1 Dollar am Tag. Dachte, die sollen sich ausziehen. Ja, warte mal. Ich... Zeit sind dabei wahrscheinlich eh dann. Sagst du? Wir finden unser Provisorium. Ich will die coole Mütze von Tuned haben. Haben wir viel Platz hier, können wir Leichen. Ist heute noch was geplant? Decke. Hä? Besorg mal die Mütze von Jurek. Ja, Tune, das läuft jetzt schon aus Ihren Hosen raus. Wollen Sie sich nicht mal umziehen? Haben Sie noch eine Wechselhose mit? Nee, hab ich leider nicht. Ich wurde ja so spontan. Wir wollten ja eigentlich die Mütze. Und da. Hey, Unit. Ich möchte mal ganz gerne Ihre Mütze anprobieren. Darf die mal haben? Die habe ich schon seit der Geburt auf. Die kam mit raus. Ja, ach, kommen Sie schon. Legen Sie mal an die Seite, ich will die mal angucken. Ich möchte mal ganz gerne den Langschweiß haben. Das darf ich leider nicht. Und Sie haben ja auch eine richtig geile Rolex. Kann man da vielleicht was machen? Ich hatte noch nie eine Rolex. Ich hatte immer nur so russischen Billigschrott. Die Rolex können Sie haben. Die Rolex können Sie haben, davon habe ich noch 10. Wow, Polizisten sind so reich, das wusste ich gar nicht. Was wollen Sie dafür? Nein. Eine neue Hose. Da
Da kann ich Ihnen nur meine anbieten. Wollen wir so machen? Ich tausche Ihnen gegen Schimmack meine eine wunderschöne Mütze. Nein, ich möchte gerne meine Mütze behalten. Ich finde außerdem, Ihr Tuch ist nicht gerade passend zu meiner Gesichtsform und zu meiner restlichen Kleidung. Du meinst deine Stielaugen oder was, die nicht passen zu Schimmack? Richtig. Das ist uncool. Aber was wir machen, wenn wir Mütze wollen? Du nicht geben? Four. Return to formation. Wie bitte? Was wir machen, wenn wir Mütze haben wollen, aber du nicht geben? Ob wir reden können? Über Mütze? Können wir was machen? Ich denke, sie können nichts machen. Also, eben Mütze! Denke, ja, gut. Mütze! Sind jetzt eigentlich auf beiden Server die Restarts gleich? Nee, um 3 Stunden versetzt. Wie nur jetzt keine Wahl haben. Jetzt weil gestern gehen. Ging der zweite Server auch um 12 Uhr abends offline. Der nee, war also aber dann komplett offline, glaube ich. Ja, ja, genau, damit, der war einfach nur down. Ja. Damit nee, nicht, der Zweier restartet um 9, 16, nee, 9, 15, also halt immer genau 3 Stunden versetzt. Sie haben Pickel im Gesicht. Pickel? Wo? Ich hab's nicht gesehen. Was mich mal interessiert, wenn ich Mist baue, auf dem 1er, stehe ich dann auch auf dem 2er auf der Wanted? Gute Frage. Keine Ahnung. Kommt drauf an, ob es eine Datenbankabfrage ist. Eigentlich, wenn es eine Datenbankabfrage ist, dann schon. Sag mal, Fahrzeuge und so ist ja alles gleich. Aber der buggt ja momentan noch irgendwie, wa? Aus geht irgendwie nicht. Das buggt nur in dem Sinne, weil, wenn du dir jetzt ein Fahrzeug kaufst, sag ich mal, auf dem. Verbandskasten kann man nicht benutzen, oder? Leute? Ruhe. Zu schwarz. Keine Ahnung, wenn du jetzt ein Fahrzeug kaufst auf dem 1er, dann. Übernimmt er das erst zum nächsten Restart vom 2er? Leute, darf man sich Verbandskasten benutzen? Nee, kannst du nicht. Ihr könnt die Nachtsichtsgeräte ausmachen. Das Fernglas in die. Ist perfekt, Fernglas in die Hand nehmen, um Leute Rucksäcke reinzugucken. Boah, die haben nur Müll drin. Oder gar nicht. Ein Medic-Kit und ein Repair-Kit. Kann ich schon mal seine Mütze geben, ich kann mich kooperativ sein, bin ich ängstlich. Wir hatten da einen ausgenockt. Aua! Ich wollte dich schlagen! Hilfe! Also, irgendjemand wurde gerade in ihrem Gebiet niedergeschlagen. Meine Freunde, so geht das aber nicht. Geht ihr noch im Restart ja, wieder auf 9? Nicht zueinander. Geht nicht machen oder sowas. Ja. Sonst ich mit Freund Machete kommen und dann Hitzeli. Wir wissen wie. My sound muted. Regroup. Wer ist der Chef hier? Von den Rebellen. Alle Chef hier sind. Alle Chef, aber trotzdem ein Leader geben, oder nicht? Herr Jurek. Ja. Da holt der Aufrufer wieder die Protzmaschine raus. Da sind noch mehr drin. Ja. Ein paar neue Spielzeuge, ja.
Tag. Guten Tag. Wir haben auch ein schön großes neues Spielzeug da. Können gerne tauschen, die ganzen Offroader gehen in Ghost Talk. Oh, 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 oh. Du verstehst dich gerade gar nicht. Salvador, du gerne ein bisschen am Lenken. Ja. Lockpicken, Ghost Talk, schnell! Ich finde, dass die Räder so cool, wenn die ausfahren. Hier, dass er, Jetzt besser? Kannst du mich hören? Ja, ja, ist besser. Ja, ich hatte gerade eben meinen Stimmverzerrer an. Du hast du deinen Stimmverzerrer an? Weil ich da mit einem Kollegen getrollt habe. Weil irgendwie finde ich, sieht der auch scheiße aus. Der ist mir viel zu kantig, der Heli. Ja, ich finde geil. Gehört so kantig. Kennst du nicht die hier... Die Hellcats. Nee, das finde ich auch nicht so schön. Diese Tarnkappenbomber. Die haben gesehen genauso kantig. Musst du. So, Herr Elrond. Du wollen einen Friedenstausch? Ich gebe dir meine Waffe, du gib mir deine. Zücken die gleich die Waffen und da schießen jetzt alle. Was haben sie denn da für ein verrostetes Scope drauf? Was hat denn der Yannick da für eine Waffe? Ist das auch eine MK18? Ich glaube ja. Yannick hat eigentlich auch eine MK18. Also kann man das ab Detective anscheinend. Ich finde, der Elrond sieht am coolsten aus. Soll ja auch so, aber. Ja, die schwarzen Klamotten kriegst du, glaube ich, erst ab Chief irgendwas. Wow, Schuss auf Alter. Rekruten-Outfit ist immer noch am coolsten. Hört man mich jetzt? Ja, aber ziemlich laggy. Ja. Immer einmal Elrond gefangen. Nein. Hat er wieder seine Schimpfverzerrer an, oder? Nee, nee, hab ich nicht. Aber die haben, die haben das gepatcht, dass man den Vehicle Channel gar nicht mehr on foot benutzen kann. Weil mit dem habe ich gerade die ganze Zeit geredet und auch früher immer. Jetzt verstehe ich dich super, ja. Ja, das ist richtig nervig. Das ist voll madig. Ja. Hallo? Kannst du mir vielleicht sagen, wieso ich beim Rebell hier keine Waffen kaufen kann? Ich soll einen Rebellen fragen, dass ich Waffen kaufen kann, obwohl ich eine Lizenz habe. Ja, da hinten stehen ganz viele Rebellen, bei denen kann man kaufen. Muss den sprechen, muss den sagen, was da ist. Jurek, hören Sie mich? Können Sie mich hören, Herr Jurek? Achso, okay. Aber die haben gerade hier hohen Besuch und haben gerade keine Zeit, darum musst du dich leider etwas gedulden. Du selber kannst eine Rebellenlizenz hier nichts kaufen. Ja? Du musst warten, bis einer der Rebellen... Wollen Sie vielleicht mal einsteigen in so ein Prachtstück hier? Danke. Och, ich weiß wohl nicht. Da mache ich vielleicht noch Verbund aus Versehen. Als Pfand nehmen wir den Großfahrer, kein Problem. Sind Sie nicht so ein toller Fahrer? Eigentlich, es geht. Ich bin nur ein bisschen älter schon, also ich muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht gerade so einnicke am Steuer. Herr Bornig, was halten Sie davon? Sie fahren, wenn Sie Schrott fahren, nehmen wir Großfahrt. Ist guter Deal, oder? Was meinen Sie? Ich vertraue darauf, dass sie kaputt fahren, nicht kaputt fahren. Ah, ich danke.
Das, sie werden doch nichts an unseren Autos manipulieren, das sieht aber ganz danach aus. Haben Sie da gerade GPS-Empfänger dran gemacht? Ne, ich hab mal drunter geguckt, ob das so alles schön ist und nicht wackelt, aber es kommt nicht gemacht. Ah, okay. Okay. Mir. Was los? Impounden die jetzt unsere Wagen? Das sollen sie wahrscheinlich, wenn ja zur Vorschau quasi. Die sind ja oben. Die sind ja oben mit Elrond im Channel. Ja. Die impounden gerade einen Offroad von einem Professor sowieso. Sind die Dinger dann nicht erst eine Stunde wieder da? Nach einer Serverperiode? Weiß ich nicht, ich glaube, kommt drauf an, wie die impounden. Ja, meine Herren, dann noch einen schönen Tag. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch nur beim ADAC vielleicht so ist. Auf Wiedersehen. Ja. Dankeschön für die Vorführung, war sehr nett. Auf jeden Fall. The Bell, wir sehen uns. Wir haben es jetzt einstehen lassen. Sache. Ich tue es mal sowas recht, Bulle. Sie hätten mir ruhig noch so ein Mützchen da lassen können. Ich krieg. Was meinen Sie? Wie ist es so, auf 900 Meter in die Kugel zu fangen? Ja, du Janik, ja. Kannst du nicht mehr gemein, würde ich mal sagen. Herr Hedgehog King, Sie können von mir aus ruhig vorgehen. Wir brauchen hier etwas längeres Leben. Ah, das liegt man nicht. Kann man wer abführen stoppen, bitte? Ja, ich komme gerade. Familie! Er hat zwei Kinder! Wollte doch das Geld ich wollte bei Ihnen einkaufen gehen. So, du weißt, Jurek findet nicht gut, Stiele von anderen Mann. Ich hab nichts gestohlen! Ich hab genau gesehen, wie du wieder zurückgegeben hast. Ich hab wirklich nicht gestohlen. My sound muted. My sound activated. Warum noch so dreckig lügen? Lügst du mich an, wenn du stirbst jetzt? Sag die Wahrheit, hast du gestohlen oder nicht? Ich weiß noch nicht mal, was ich gestohlen haben soll. Two. Regroup. Diese Weste, die du da aus dem Hubschrauber geklaut hast. Aus! Im ganzen Leben noch keine Weste. Also du mich weiter anschwindeln, ne? Soll ich mal einen Warnschuss abgeben? In den Kopf. Wer hat so viel Geld dabei? Du kannst jetzt nicht überlegen und Wahrheit sagen, dann du vielleicht straffrei. Ich bin nur aus der Schussbahn. Okay, ich hab's gestohlen. Hat wer denn du Video, Olaf? Was? Das, war das jetzt... Da, Olaf. Das ist jetzt zugegeben, hat, das habe ich auf Video. Also du hast gestohlen von diesem Mann Wotan, ja? Du ehrlich zugeben. Ich hab's aber wieder zurückgegeben. Das habe ich auf Video, wir könnten ihn jetzt umschießen. Okay, leider wenig mögen, Diebe. Ich befehl von ganz oben. Ich hab ganz viel Geld, ich kann dir ein bisschen was geben. Vielleicht können wir ja auch Strafe zahlen lassen, keine okay, Ahnung. Dieser Mann, wenn er sich bewegen, feuerfrei. Bewegt er sich nicht? Wie viel hat er denn? Vielleicht kann man da noch was rausschlagen. Hallo?
Hey, wir können doch über alles reden, Jungs. Hat sich eigentlich gerade noch eingeloggt. Was? Irgendeiner hat sich noch eingeloggt. Irgendeiner ist bei mir in der Gruppe. Echt, dann sind wir in der falschen Gruppe. Ihr kriegt noch ein bisschen extra drauf. Ja, weiß ich nicht, wie wollt ihr jetzt damit verfahren? Kaufen. Warum wollt ihr ihn jetzt umbringen? Weil Diebe hier nicht geduldet werden. Wir sind echt nicht mit bösen Befehl von oben. Also Diebstahl nicht gut. Ihr zwei, ich verstehe, ihr mit guten Absichten hier. Aber dieser Mann hat gestohlen von Kunde von Jurek. Und ich das nicht dulden kann. Feuer frei. Wir können schießen. Ja, der ist noch immun, oder? Nee. Ich hab ihn getötet. Ihr könnt sammeln auch Sachen von ihm. Das ist noch Medics, oder? Ja. Wollen wir ganz umschießen? Oh, bist du gestorben? Nein! Warum? Ich hab noch nichts gemacht! Bitte! Könnt ihr jetzt verkaufen? Rettet mich! Ja, die tue ich trotzdem jetzt richtig um. Okay. Warte, ich bin tot! Medic! Wie viel hält der bitte aus? Ja, wie cool sich das anhört in der Halle, Alter, wenn er geknallt wird mit dem Sound. Jetzt endlich. Wie viel hält der bitte aus? Und der kriegt das Geld, der kriegt das Geld, der kriegt das Geld. Der Beste, ne? Keiner. Ich hatte keine Weste. Warum muss das nur senden? Diese Welt ist so grausam. Kein Loot.